Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken, meine geliebte Community. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Level 51 plus ein richtig geiles, legendäres Item farmen könnt, was es einfach in sich hat. Dafür müsst ihr wirklich gar nicht viel machen. Die Aufgabe, die ihr dafür tun müsst, ist relativ einfach. Die Zeitspanne liegt hier ungefähr zwischen 30 Minuten und 3 Stunden, je nachdem, wie viel Lootglück ihr habt. Und nun möchte ich euch zeigen, wo könnt ihr das Item farmen und was müsst ihr dafür tun. Machen wir einmal die Karte auf und scrollen hier einmal ein ganz kleines bisschen raus. Und dann geht ihr hier nach oben, nach Edenhain, zur Grenze, nach Webermoor und geht hier unten einmal hin zu diesem Lager hier unten. Das nennt sich Niederabraumlager. Wenn ihr da angekommen seid, müsst ihr einfach nur den Vorarbeiter Harold töten und einfach wieder warten, bis dieser respawnt und ihn einfach so oft töten, bis euer legendäres Item gedroppt ist. Ist dann nun euer legendäres Item gedroppt, könnt ihr euch einfach glücklich schätzen, eins der geilsten legendären Ohrringe in Game meiner Meinung nach zu haben. Um welches es sich handelt, möchte ich euch hier natürlich auch nun zeigen. Und zwar handelt es sich um diesen wundervollen Ohrring hier. Der hat einfach erstmal 499 Rüstungswert. Das ist schon mal ganz nice. Darüber kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen. Er gibt euch 20 Konditionen. Das heißt, ihr bekommt einfach nochmal ordentlich eine Menge an Leben auf alle Fälle dazu. Dann habt ihr einen Sockel schon automatisch mit da drin, der dafür sorgt, dass ihr 3% weniger Schlagschaden bekommt als Absorb. Ist auch schon mal sehr nice. Heißt einfach, damit könnt ihr euren Damage ein kleines bisschen reduzieren und könnt ein kleines bisschen dementsprechend länger überleben. Das nächste, was euch dieser O-Ring einfach gewährt, ist einfach eine Heal-Regeneration. Und zwar von 0,43% pro Sekunde bekommt ihr hier einfach Leben gut geschrieben. Einfach sehr nice, gerade nach dem Kampf. Ihr geht einfach weg und regeneriert einfach automatisch wieder eure Gesundheit. Das nächste, was hier auch bei diesem O-Ring einfach wirklich geil ist, die Abklingzeit von euren Heilträngen ist hier einfach um 25% reduziert. Ihr könnt sie dementsprechend einfach wieder schneller einsetzen. Und das allerletzte, was uns hier einfach dieser wundervolle O-Ring einfach gewährt, ist, dass wir eine 12%ige Chance haben, dass wir erst gar keinen Heiltrank verbrauchen. Das heißt, wenn wir einen zünden, kann es passieren, dass wir einfach immer noch die gleiche Menge in unserer Leiste haben. Und das ist schon auf jeden Fall relativ ordentlich. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video diesbezüglich dazu hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das. Denn jedes Däumchen ist ein Schäumchen. Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen. So rum, meine geliebte Community. Ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wenn ihr immer auf dem Laufenden sein möchtet, rund um New World, Tipps, Tricks und Guides, Livestreams haben wir einmal auf YouTube, einmal auf Twitch. Der Twitch-Kanal dafür ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich ebenfalls natürlich auch da sehr über einen Follower freuen. Ansonsten, wenn ihr auf YouTube immer auf dem Laufenden sein möchtet, könnt ihr hier oben rechts gerne auf kostenloser, freier Basis ein Abo dalassen. Würde mich ebenfalls freuen. Ansonsten, bleibt gesund, bleibt munter. Ich bin raus. Haut da rein. Euer Brocken.